Alter. Einfach nur noch beim Team. Alter. Nicht um Gottes, warum hing er nicht? Oh. Oh. We almost died. Oh. Schnell, 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 schnell. Ah. Ja. Ja. Alter. Fette Rollen, fette Routen. Alter. Junge. Hier drauf. Boah. Francis, dem geht es nicht so gut, der sein Bein tut weh. Und jetzt kriegt er quasi eine einheimische Medizin. Da sind so Stacheln in so einem Blatt drin. Und in diesen Stacheln ist so Gift drin. Und dieses Gift wird jetzt in die Beine von Francis transferiert. Mit Schlägen. Das tut wohl weh. Aber dann werden die Muskeln so gelockert. Also richtig geil. Weil wenn das klappt, dann werde ich mir vielleicht meinen Rücken auch einschlagen lassen. Weil ich bin ja auch ein bisschen auf meinem Rückenproblem und so. My leg is tense from here, from the tendons of my ankle, all the way to here in my thigh, I think it's called, no? So I can't walk properly. My leg won't open, extend all the way. Mm-hmm. My knee hurts. Yeah. This is a pain reliever, muscle relaxant, and blood circulation activator. Mm-hmm. And also very good for arthritis. They make pills out of this plant. Mm-hmm. But this now has all of the spines, we can see. Mm-hmm. And it has the toxin or the chemical inside of it. So when you hit the muscle with it, it relieves all of the chemicals in your muscles, then your muscles absorb it and it helps a lot, but it hurts a little bit. You have to be a man to take it. Ah, oh. And doesn't hurt? Yeah, because all the spines enter your muscle, mm-hmm. and then you get all swollen, like all these things. Jetzt wird das Gift noch schön massiert in die Wade rein. Er meint, es tut richtig weh. On a scale from 1 to 10, how much does it hurt? It depends on your scale. Mine goes from like 1 to 100. Okay. No. If you've ever been stung by a bee, mm-hmm. it's maybe a little bit more than a bee sting. But everywhere on my leg. Also 100 Bienenstiche, so Leute. It, 7 or 8. Okay, ich habe wirklich überlegt, es zu machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Dann schmeiße ich mir lieber eine Ibo rein erstmal. Oh Gott, Leute. Alter Schwede. 100.000 Bienenstiche. Also das überlege ich mir wirklich nochmal. Now it doesn't hurt anymore. Mhm. The toxin inside of my leg now did like if you take, I don't know, a pain reliever. And you don't feel my whole leg because it got numb. Okay, das war krass, Leute. Das zu sehen, aber es ist nicht irgendein Hokuspokus, sondern er hat es mir erklärt, es sind wirklich halt chemische Stoffe drin, also die sind quasi auch von Wissenschaftlern approved. Und dann hat er noch erzählt, dass es hier ganz viele krasse andere Sachen gibt, zum Beispiel für Diabetiker. Also der ist ganz normal und morgens trinkt er halt einfach nur diesen Saft aus irgendwie 20 verschiedenen Pflanzen und hat irgendwie gar keine Probleme. Selbst gegen Krebs, also wahrscheinlich wird es nicht heilen, aber wahrscheinlich irgendwie verbessern oder verlangsamen oder irgendwie sowas, aber richtig krass. Und die ganzen Pharmakonzerne sind auch komplett irgendwie dran interessiert, natürlich an dem Ding hier. Aber er meinte, dass alle, die hier wohnen, das mehr oder weniger als Geheimnis halten. So jetzt die krassen Sachen. Also wenn jemand kommt und so kurz vorm Sterben ist, dann helfen sie natürlich. Aber wenn jetzt jemand kommt und damit irgendwie Geld verdienen möchte, dann erzählen die es nicht. Also die sind schon blickig. Gesunde Skepsis vor der Außenwelt. Zu Recht wohl auch. There's one. He's many more. One. Another one. This one I'll have to dig it up. Leute, zieht ihr mal bitte diesen Wurm rein. It's not dangerous, right? No. How big is it? 60 centimeters? Yeah, 60 centimeters. They get very long. Wow. Maybe 1 meter. Yeah, exactly. Wow. They stretch out. Wow. Jesus. Leute, ein riesiger Torwurm. Alter. This is Papa, what? Looks like a yeah. Papa thing. Big, fat.
Giant worms for catfish. Wir werden jetzt was Krasses tun. Also lasst euch mal einen Namen in den Kommentaren einfallen für diese Würmer. Wir werden jetzt da mit Plumpsangeln gehen. Und zwar auf riesige Fische. Also so wirklich so, keine Ahnung, so 40, 50 Kilo Plumpsangeln. Also richtig krass. Hier gibt es ganz abgefahrene Welse. Unter anderem diesen Red-Tail-Catfish, den wir auch schon mal in Thailand im Puff gefangen haben. Aber das ist natürlich was ganz anderes, den in seiner natürlichen Umgebung zu fangen. Also das wird auf jeden Fall richtig heftig werden. Wir werden dann auch noch eine Leine festmachen, da einen Wurm ranmachen, gucken, was da raufbeißt. Das machen die hier quasi auch immer, also um die Fische zu fangen und natürlich dann auch aufzuessen, je nachdem, was dran hängt. Da werden jetzt auch nicht alles, also die machen nicht den Fluss leer, sondern wirklich nehmen nur das, was sie auch essen können, weil, wie gesagt, die Lagermöglichkeiten bei der Hitze sind natürlich begrenzt. Oh Gott, sie sind doch gefährlich. Alter, krass. So, lieber David, bist schon gespannt? Klar. Du hast ja schon mal vorgeführt, wie dieses Gefühl sein könnte, einen großen Catfish zu fangen. Da sind sie auf jeden Fall, ja. Ich hatte auch schon mal einen Biss sogar auf dem Kunstköder. Zwei sogar. Aber nicht bekommen, leider. Ja, David bereitet übrigens immer alles vor. Er ist wirklich der Vorbereitungsgott. Also klar, ich sage ihm genau, wie er es zu machen. Nein, Spaß. Er ist immer sozusagen richtiger, ich will nicht sagen, manisch-perfektionistisch. Mhm. Gibt es diese Krankheit? Ja, es gibt alles. Aber ich bin eigentlich gar nicht so. Eigentlich sind wir alles wegsortiert schon wieder. Hier war alles voller Deckel. Ja, allein, dass du es wegsortiert hast, ist schon ein Ausdruck dafür, dass du manisch. Ja. Und da drüben haben wir unsere Plumpsangeln. Das wird wahrscheinlich ganz normal sein, wie bei uns auch, nur eine Nummer schwerer. Also einfach Blei, Haken, allerdings großer Haken. Das ist dann so ein Haken, wenn man einen Vergleich hat. Der ist ein bisschen größer als sonst. Ansonsten fette Rollen, fette Ruten. Ich glaube sogar noch hier Fiberglas. David und verkauft weiße Socken. Also wenn ihr noch weiße Socken haben wollt, OnlyFans, Leute. Mit echten Amazonas-Schlamm dran. Ja, und nicht nur das. Okay, Leute, bevor wir jetzt mit unseren Routen rausfahren, werden wir erstmal jetzt hier eine Leine festmachen. So we use this piece of worm, which was already, I just put tiny pieces, because it was already cut in pieces, like this, and the line. Also eine richtig dicke Wäscheleine, Leute. Das scheint dem wohl egal zu sein. Hauptsache, das Ding hält. Very big catfish lives here, so that's why we use this. Und der Wels lebt genau hier unter uns, Leute. Also die Welse. Hier sind so Ausspielungen im Ufer. Ich bin gespannt. Ich finde es krass, wie kurz die Leine ist. Kurz und dick, lieben wir ja. Naja, so 3-4 Meter reicht wahrscheinlich. Ja. Okay, and then we tied up on... We tie it here on the roots of this tree. This is very strong roots, so it won't go anywhere when they pull. Just tie it in the root system or in a branch of... like this tree is also very good to tie the bait. But right now, we've seen the catfish come very close to shore because there's a migration of fish coming up, so they just... Also Leute, hier ist ein Baitfish Run. Die ziehen hier mal so lang und die Welse, die da drunter unter den Löchern stehen, die schnappen einfach nur so zu. Da bin ich ja mal gespannt. Bist du auch gespannt? Ja, klar. Ich muss mal sagen, früher ist ja schon verjährt. Ich habe früher auch mal eine Aalleine gemacht. Ja, schöne Puppe rausgehauen. Das war richtig geil, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. So 100 Meter Schnur und dann alle... nicht nachmachen, ist verboten. Früher in der DDR war es noch erlaubt. Glaube ich zumindest. Da hieß es Puppe. Also es war noch quasi DDR-Gesetz. Puppe war mit so einem Styropor-Ding, mit so einem schwimmenden Ding, so einer Boje oder so Wackel, wenn ein Fisch dran hängt. Das war eine Puppe. Wer es noch kennt, schreibt in die Kommentare. Das hast du also auch gemacht, ja? Ich hab die Puppen tanzen lassen. Und dann nächsten Morgen quasi rausgeholt. Und ich hatte fast immer ein oder zwei Aale dran. Muss ich sagen, war geil. Aber irgendwann habe ich es dann noch mal ein, zwei Mal gemacht, da war nichts mehr dran. Wahrscheinlich alle weggefangen. Naja. So, we'll tie it in this. This won't go anywhere. Go under again, and this hole it cinches every time it pulls. It cinches more and more, and you just secure it with one more overhand. That's it. Nice. Leute, alle die einen Führerschein Binnen und See gemacht haben, die kennen diesen Knoten. Richtiges Tutorial hier, Leute, aber natürlich nicht nachmachen, weil verboten in Deutschland. Und auch nur, wenn ihr den Fisch aufessen wollt, weil sonst gibt es einen riesengroßen Shitstorm. Auch dann ist es verboten, auch wenn ihr ihn aufessen wollt, ist es auch verboten. Ist auch verboten, genau. We have to come back in 2 hours, because right now
lots of movement if you leave it all day. Yeah. Sometimes it moves a lot and it makes a hole and then they get off. Leute, hier wird der Spot ausgecheckt jetzt. Aber ich glaube, er wird erstmal nur markiert für später. Damit wir ihn wiederfinden dann, ne? Anhand des Geruchs und so. Genau, links und rechts mal schon markieren. Dann findet man es auch wieder. Hier geht los, Leute. Stellt euch bitte genau genüsslich vor. Alter, fühlt sich nicht richtig an, muss ich sagen. Okay, wir haben da schon mal was vorbereitet. Kleines Bühnenblei, obwohl es eine Olive ist. Ja. Eine Olive, ein Ei. Ein Eichen, genau. Ein 1 Meter langes Vorfach, Fluorcarbon und einen Riesenhaken. Der ist sogar scharf, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Like a soft bait or all the way. Alter, Leute, da kommt ein Zeug raus. Guck mal hier. Just so you can see the hook point. Innereien hier. Wow. So. Okay, there you go. Das alte Aalangler. Habe ich natürlich schon mal gemacht, wa? Leave the reel open. Leave the reel open so it goes to the bottom. It was a good place? Yeah, it's very good. You don't have to cast far. It's closed. Can be more. That's pretty good. Okay. So Leute, zum richtigen Plumpsangeln gehört natürlich auch das richtige ne? Getränk. Genau, richtig. Oh, hat ein Biss? Nee, was? Was denkst du, wie lange dauert das, bis hier was beißt? Also ich denke, wir fangen auf jeden Fall irgendwas. Ja? Ja, bald. Wie hoch ist so quasi so die Bissfrequenz normalerweise? Ich habe es auch erst einmal gemacht, aber normalerweise geht es ziemlich schnell. Ah, wie gesagt, normalerweise halt, ne? Gleich nochmal Beißindex checken, wa? Apropos Beißindex, Leute, ihr könnt euren Beißindex extrem erhöhen mit der Better Fishing Box. Hat er recht, Herr Ehrer. Mhm. Weil da sind wirklich nur die geilsten Köder drin. Immer direkt auch ausgesucht für den entsprechenden, also für die entsprechende Jahreszeit, für die Fische, natürlich Raubfische. Ist keine Welse, so wie hier. Aber da steckt sehr viel Mühe und Liebe drin und sehr viel Expertise. Und natürlich der beste Preis, ist klar. Jederzeit kündbar. Also auch kein Risiko. Wenn ihr noch keine habt, solltet ihr sie auf jeden Fall ausprobieren. Gerade jetzt, wenn dann die Raubfisch-Schonzeit vorbei ist, wäre es auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und dass die Dinger fangen, habt ihr ja schon gesehen. Also ich möchte jetzt, dass ihr wirklich mal in die Kommentare schreibt, an was euch das hier alles erinnert. Das ist ja das Schöne am Plumpsangeln, dass man so nicht weiß, was man jetzt machen soll. Ich komme mir vor, wie bestellt und nicht abgeholt. Wie so ein menschlicher Rutenhalter. Ja. Ja, jetzt sitzen wir und warten. Aber wenn es losgeht, dann ist hier wahrscheinlich Panik an Bord. Ja. Da geht auf jeden Fall was zu Bruch. Da bin ich mir 100% sicher. Wir haben 3 Ruten im Einsatz heute. Alle mit Riesentauwurm. Jetzt da vorne an diesem Ast fest, Leute. Und dann können wir quasi die gesamte Flussmündung, also diese gesamte Flussmündung hier abschmeißen. Ist ein bisschen einfacher und mehr Effekte, würde ich sagen. Mehr Effekte. Ja, wir können auch besser unser Mittagessen genießen. Richtig. Da sind Bäume drauf. Was ist da? Bäume? Nicht gut? Bäume sind doch eigentlich immer probieren. Ein Garant. Ja, das ist ja links schon am Grund angekommen. Happy, happy. Aber nicht das. Danke. Happy, happy. Okay, Leute, wir wechseln jetzt den Spot. Hier war einfach nichts gewesen. Normalerweise hätte es direkt hier machen müssen. Boom und
aber war nicht. Deswegen suchen wir uns jetzt einen anderen Spot. Sandbank, Inseln, gibt es ja hier genug. Dieses sogenannte Spürangeln. Genau, Spürangeln. Wir werden sie jetzt aufspüren und dann fangen. Das scheint ein schwieriger Tag zu sein. Wir sind jetzt quasi von da vorne, von der Ecke, von dem Fluss, hier in den Hauptstrom gefahren. Uns hier an so einem Ast festgemacht, da. Und werden jetzt was ganz Wichtiges machen, nämlich Spaghetti Bolognese essen. Genau, richtig. Mitten auf dem Amazonas. Tuna. Tuna? Aha, Tuna-Spaghetti. Tuna-Spaghetti, Leute. Thank you, bon Appetit. Francis. Bitte dieses Szenario kurz mal sacken lassen. Hm? Ja. I said it. So shall I? Wait a few. Ist er weg? Ich fühle nichts mehr, aber soll ich trotzdem sicherheitshalber mal anschauen? If you feel it, you can send the hook, but wait a few. Ja, I feel it. Los! It's on! Okay? It's on. Wait, wait, we have no, to it's take gone. The... No! No, it's on! Okay, we have to take the other lines out. Okay. Entweder ist es richtig klein, oder... Sorry. Ja, nee, it doesn't klein. Matter. Ein Lau-Lau. Allein. While eating. Beim Essen. Kann nicht wahr sein. Okay, it's very small. Very small? Okay. Leute, das ist riesengroß. Who knows? Vielleicht schwimmt er auch nur mit. So, da kommt er. Sagen wir hier schon. Ein Lai-Lai. Oh. Ein Lau-Lau. It's actually a Lau-Lau. It's a Lau-Lau. Du hast einen Lau-Lau gefangen. Yes, ich wollte keinen Lau-Lau fangen. Das ist ein Lau-Lau. It's a baby Piraiba. Die werden 600 Pfund schwer. Leute, ich habe einen 600 Pfund schweren potenziellen Fisch gefangen. Lau-Lau. Lai-Lai. En Lau-Lai. En Long-Lang. Long-Lang. Baby's here, Mama's around. Yes. Wow, are we eating it? Man merke sich, die erste Frage, können wir es essen? Zweite Frage, ist es gefährlich? Ich hätte umgekehrt gefragt, aber das ist ja eh was. Was fressen? Ein Lau-Lau, Leute. Lai-Lai. Ein richtig schönes Ling-Lang. Ling-Long. Alter, wie viele Fäden der hat, wa? Ja, lange Fäden. Richtig viele lange Fäden. Look at this. Ach, hinten auch noch. Riesenfäden hinten. Junge, das ist eine Schönheit des Herrens. Very nice, ja. Good looking. Ja. Der dachte sich nämlich, er ist sicher, wenn wir essen, droht keine Gefahr. Genau. Also sofort reagiert, wa? Wie ein richtiger Plump. Knüppel, Messer. Ah. Entschneidert. Ja. Entschneidert, genau. Good species. Wrong size. And tailored. Wir lieben sie alle. Die kleinen, die großen. Okay, Leute, wir hauen ab. Zu viele kleine Fische, zu viele kleine Nippeler, die klauen unsere Baits. Und kleine Fische sind ja meistens auch nicht mit den ganz großen zusammen. Sonst wären sie relativ blöd. So, wir fahren jetzt hier hinter die Insel rein, oder Halbinsel, keine Ahnung, was das ist. Das sieht doch schon mal welsig hier aus. Endlich Ruhe. Endlich Ruhe, nice. One right there, one there, and one there. Yeah. This cast the furthest, so... Okay, Leute, der Spot sieht echt geil aus. Hier kommen so zwei Flüsse zusammen. Hier gibt es so richtig schöne Strudel. Also wenn hier kein großer Wels steht, dann nirgendwo auf der Welt. Okay, Leute.
Leute, das läuft wirklich beschissen. Haben jetzt schon wieder den Spot gewechselt. Jetzt stehen wir hier an so einer Sandbank, so einer Spitze. Ich kenne mich ja nicht so aus mit den Viecher. Aber es scheint so, wenn wir so oft wechseln, dass es nicht so gut läuft. Naja, wir haben hier mehrere Eisen im Feuer. Wir haben ja vorhin noch ein paar Leinchen rausgehangen. Und vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Geiler Spot. Jetzt ist schon hier so ein Baum ins Wasser gefallen, da bricht sich die Strömung, dann eine schöne Strömungskante. Aber irgendwie wollen die Viecher nicht beißen. Wir wissen nicht wieso. Es muss jetzt hier knallen oder wir haben nur noch unsere Langleinen als Chance. Okay Leute, ich habe jetzt mein Ganzkörperkondom wieder angezogen, weil die ganz kleinen, miesen Mücken rauskommen. Die sind so winzig, die sieht man da gar nicht. Aber ich weiß nicht, wie die das machen. Mit ihrem kleinen Rüsselchen, mit dem kleinen Saft, den die nicht reinpumpen, kommt trotzdem ein riesen Flatschen raus. Deswegen hauen wir jetzt ab. Das war's. Erstmal. Okay Leute, was wir jetzt mal machen werden, wir werden eine illegale Reuse lichten. Nicht illegal. So eine Art Leine. Langleine. Kurzleine. Genau, eine Kurzleine. Okay, bin ich ja mal gespannt jetzt. Was hier dran ist. Boah, Alter, da ist ein Riesenteil dran. Ja, ein Tank. Alter, Junge. Hier ist das, boah. Alter! Das ist ja krass. Leute, hier ist ein Riesenfisch dran. Ne? Ich dachte, hier ist vielleicht noch eine Krabbe dran oder sowas. Okay. Oh. Leute. Alter. Wow. Alter! Das ist ein Riesenteil. Das ist ein Riesenteil. Alter! Kann ruhig wahr sein. Den wollten wir selber fahren. Also hier wird auf jeden Fall heute noch einer über Bord gehen, da bin ich mir sicher. Ja, mach mal weg hier. Was soll denn da dann mal? Zwei. Alter, ein Riesenteil. Und Leute, zieht euch das mal rein, das ist eine Maschine. Monster Red Tail Catfish. Monster Red Tail, man. Auf einfach eine Leine festgemacht. Kurzleine, Achtung, hier sind überall Haken. Hallo? Ja. Und gerade wollte er nach Hause fahren? Eigentlich wollte ich so einen fangen. Egal. Naja, vielleicht aber hoffentlich noch einen zweiten. Vielleicht noch einen, ja. Ist ja unglaublich. Was ein Monster. Wir sind auf der Hinfahrt, haben wir schon die Leinen kontrolliert, aber da war eine Stranne. Und jetzt auf der Rückfahrt, Alter, eine Maschine. Das gibt's ja gar nicht. So Leute, da, so sieht der aus, kurz vorm Release. Guy is a liar. Wir machen nämlich jetzt ein Instagram-Foto für ihn, Leute. Ja, genau, so sieht's aus. Genau, nice. Alright guys, we're releasing the fish. People here don't like so much to eat this fish. It's deep now. All right. Sehr geil. Schön, dass das geklappt hat. Oh, I just touched it. It's gone. Swimming at the bottom. Okay. Now get out. Mosquitoes coming. Okay, Leute, guten Morgen. Also, Welsangeln hat nicht so gut funktioniert. Ich habe mir so einen kleinen Couch hier gebaut. Ich habe meinen ersten Lui Lui gefangen. Oder Lai Lai? Lau Lau? Ich glaube Lau Lau. Dafür haben wir ja dann abends diesen riesigen Catfish gefangen. Den Red Tail Catfish, den haben wir ja schon in Thailand gefangen.
damals, aber natürlich ein Puff, hier quasi ein freier Wildbahn und das ist schon ein Monsterviech gewesen. Also, dass das hier rumschwimmt, das hätte ich jetzt nicht so gedacht, so in der massiven Größe. Und wir haben die Familie gefragt und die meinten, ne, der ist so groß, den können wir nicht verwerten. Deswegen haben wir den wieder freigelassen. Also wir wollten eher so kleine Kettwürsche. Wahrscheinlich hätten wir den Lau-Lau mitbringen sollen. Kapitel Welsangeln abgehakt. Jetzt geht's weiter. Also da fahren wir zu einer Lagune, also quasi wie ein See, der von so einem Fluss abgeht. Ich glaube, es ist sogar ein abgeschlossener See, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, wir müssen dann mit den Booten noch über Land fahren, also noch 10 Kilometer und so. Das wird wild. Aber dafür ist das Ding voll mit Riesenfischen. Kann ja mal anders sein, Wasserstand, bla 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 und so weiter, aber da fahren wir gleich hin. Seid genauso gespannt wie ich. Bin sehr gespannt. So eines der besten, wenn nicht der beste Spot der Welt sein. Werden wir mal sehen, wa? Genau, also los geht's. Wir fahren heute richtig weit weg vom Basecamp, um in einer Lagune zu angeln, wo es richtig große Fische gibt. Jetzt on. 2,5 Meter. Machen wir wieder einen.